Informationen, rechte und linke Anhänger besteht in Schöneweide kein Zugverkehr. Alerta! Alerta! Antifaschista! Es sind etwa 100 Nazi-Gegner, die am Vormittag gut eine Stunde lang den S-Bahnhof Schöneweide blockieren. In dieser Zeit halten dort keine S-Bahnen. Dafür kommen die Neonazis auf einem anderen Gleis mit einer Regionalbahn an. Und schließlich hält auch wieder ein S-Bahn-Zug. In den letzten beiden Waggons hat die Polizei die NPD-Anhänger konzentriert. Sie werden mit einem starken Polizeiaufgebot zu der Veranstaltung geleitet. Die findet auf dem Buswendeplatz neben dem S-Bahnhof statt. Ursprünglich hatte die NPD mit 500 Anhängern gerechnet. Am Ende sind es 250. Dagegen protestieren mehrere hundert Menschen. Sie ziehen kurz durch den Kiez, um sich dann in Sichtweite der Neonazis zu einer Kundgebung zu versammeln. Die Trennung beider Seiten funktioniert nicht zuletzt aufgrund der vielen eingesetzten Polizisten. Rund 1000 Bundespolizistenbeamte aus Berlin und anderen Bundesländern. Selbst eine Reiterstaffel ist dabei. Zudem beobachtet die ganze Zeit über ein Hubschrauber das Geschehen. Und so bleibt es heute ruhig rund um den S-Bahnhof Schöneweide.